Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den WWE 2K20 Wunschmatches. Ja, wir können das Ganze eigentlich mittlerweile den The Fiend Bray Wyatt Tower nennen oder auch den Undertaker Tower, denn gefühlt sind nämlich die meisten Matches, die ihr sehen möchtet, mit Beteiligung vom Undertaker oder The Fiend Bray Wyatt. Auf jeden Fall, heute geht es wieder in ein weiteres Match. Ich bin mal sehr gespannt, was hier bei diesem Match so rauskommen wird. Das war auf jeden Fall ein Wunsch, den mehrere von euch hatten. Viele wollten Undertaker gegen The Fiend Bray Wyatt sehen und das bekommen wir dann jetzt. Und bevor der Undertaker im Ring ist, beziehungsweise während er sich auf dem Weg zum Ring befindet, weil das ja immer ein bisschen länger dauert, können wir natürlich das Ganze wieder nutzen, um ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Bei mir gibt es täglichen WWE2K20 Content auf dem Kanal in Form von mehreren Projekten. Es gibt täglich Wunschmatches, da könnt ihr natürlich in die Kommentare reinschreiben, was ihr gerne mal sehen möchtet. Allerdings der Hinweis, wenn ihr bereits reingeschrieben habt, was ihr mal sehen wollt, braucht ihr diesen Wunsch nicht wiederholen. Ich habe das alles notiert und es nutzt nichts, wenn ihr den Matchwunsch jetzt ständig reinschreibt. Dadurch kommt ihr auch nicht schneller, weil ich gehe das Ganze natürlich schon chronologisch durch. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel euren Wunsch als siebtes oder sonst geäußert habt, dann kommt euer Wunschmatch auch als siebtes. Außer es ist mal der Fall, dass viele dieses Match sehen wollen, dann wird es vielleicht auch mal vorgezogen. Auf jeden Fall, ja, Wunschmatches gibt es auf meinem Kanal. Dann gibt es tägliche Karrierefolgen. Es gab das DLC. Es kommt jetzt auch wieder dieser Rusev Tower, der jetzt in dem Original DLC mit drin war. Und ganz, ganz wichtig, natürlich jeden Tag neue Folgen vom Community Universe, dem Everest, täglich um 15 Uhr. Auch da habt ihr die Möglichkeit, natürlich jederzeit mitzumachen. Schaut dazu mal das Video in der Videobeschreibung, dort sind die ganzen Teilnahmedinge aufgelistet. Also wenn ihr Lust auf WWE2K20 Content habt, lasst beim Kanal doch gerne mal ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet und wir diesen Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden. Ansonsten in der Videobeschreibung noch verlinkt die ganzen Links zu meinen Social Media Accounts, Facebook, Twitter, Instagram und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal ein Follow hinterlassen würdet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr könnt mich auf jeden Fall bei Instagram anschreiben. Ihr könnt mich auch gerne auf meinem Discord-Server kontaktieren. Der Link ebenfalls in der Videobeschreibung. Und ja, sobald ich eben Zeit habe, bekommt ihr dann auch dort eine Antwort von mir. Ja, Undertaker am Ring angekommen. Ich denke mal, so langsam muss ich nichts mehr zum Undertaker sagen. Ich habe jetzt schon so viel hier über den Undertaker erzählt, aber natürlich seid ihr weiterhin eingeladen, hier eure Lieblingsmomente vom Undertaker reinzuschreiben, was ihr so gerne mit dem Undertaker verbindet. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, guckt euch mal auf dem WWE Network diesen Podcast, dieses Interview von Steve Austin und dem Undertaker an. Das war wirklich sehr erstaunlich, denn ich muss persönlich sagen, der Undertaker, den mal so reden zu hören, so out of character, das war schon echt, also ich hätte ihn von der Stimme auch fast gar nicht erkannt. Wenn mir jetzt einer das so vorspielen würde und mir verbindet einen die Augen und sagt, hier, errate mal, wer der ist, der gerade da mit Steve Austin redet, ich hätte das nicht sofort herausgefunden. Das ist schon echt krass, wie der Undertaker, also seine Stimme in seiner Rolle auch teilweise verstellt. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Ja, und jetzt sehen wir hier Firefly, Funhouse, Yowie Wowie, Let Me In, The Fiend Bray Wyatt. Natürlich könnte ich jetzt auch wieder hier auf das eingehen, was bei Survivor Series passiert ist mit The Fiend Bray Wyatt, aber ich werde auf jeden Fall das heute noch nicht tun. Das kann man in einem der nächsten Wunschmatches dann wieder machen, wenn alle die Gelegenheit hatten, sich die Survivor Series mal anzuschauen. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, die Darstellung, der Matchaufbau war dann doch etwas besser als das gegen Seth Rollins, das, was wir gegen Daniel Bryan gesehen haben. Ja, und da sehen wir The Fiend wieder mit seiner Lampe und dem derzeit noch roten Universal Championship. Denn der Creator Championship Modus ist ja leider noch nicht da. Aber so langsam wird es Zeit, muss ich sagen. Denn wir haben jetzt auch bei SmackDown gesehen, dass wir einen neuen Intercontinental Championship haben. Den ich persönlich gar nicht so hässlich finde. Also dafür, dass es ein neuer Championship ist, der jetzt in der WWE eingeführt wurde, finde ich ihn gar nicht so verkehrt. Gut, man muss halt sagen, vom Design ist es jetzt von diesen Platten, die drauf sind, keine absolut außergewöhnliche Neuerung, was sich jetzt die WWE da überlegt hat. Aber trotzdem, wenn man mal überlegt, was sonst so für hässliche Titel eingeführt wurden. Mir gefallen zum Beispiel diese Titel vom dem Tag Team Rankings überhaupt nicht. Der eine rot, der andere blau. Dann hier der Fall Universal Championship wurde von rot auf blau gewechselt, wo ich immer wieder sage, warum
Hat man es denn nicht einfach so gemacht, dass der Titel genauso aussieht wie der von Lesnar, nur dass der rote Strich eben blau wird? Also gerade zu Bray Wyatt hätte das eher gepasst als jetzt dieser blaue Titel. Das sieht einfach so komplett aus wie Spielzeug meiner Meinung nach. Aber zumindest muss man sagen, wenigstens ist dieser Titel mit einem schwarzen Leder und nicht mit einem blauen Leder, um das Ganze nochmal hier mehr für SmackDown zu positionieren. Das finde ich dann deswegen schon ganz gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt es ja gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr heute keine Lust habt, euch wieder zu Bray Wyatt oder dem Undertaker zu äußern, dann gerne mal reinschreiben, was ihr so vom neuen Intercontinental Championship haltet. Ich bin sehr gespannt. Eigentlich könnte ich aber ein extra Video drüber machen. Weil ich glaube, viele werden sich das mich hier gar nicht anschauen. Ich glaube, wenn wir wirklich ein eigenes Video gemacht hätten oder machen würden, wäre wahrscheinlich die Resonanz ein bisschen größer. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, The Fiend Bray Wyatt ist im Ring angekommen. Und ich habe mir überlegt, hey komm, machst du das Ganze dann heute auch mal zu einem Universal Championship Match? Vielleicht schafft es ja The Fiend Bray Wyatt heute. Ich glaube, das ist sein viertes Match, was wir zeigen. Seinen ersten Sieg zu holen. Aber es wird halt schon schwierig gegen den Undertaker. Sind ungefähr gleich. Undertaker hat, glaube ich, 87 in der Gesamtstärke. The Fiend Bray Wyatt ist bei 86. Aber gut, The Fiend Bray Wyatt hat auch schon gegen den normalen Bray Wyatt verloren, der bei einer 82 steht. Also von daher macht es jetzt gar nicht so viel Unterschied. So, jetzt bekommen wir mal die Ankündigung vom Match. Das ist tatsächlich etwas gerade, da kann ich drauf eingehen. Und zwar bei der Survivor Series, wo ja das Match gegen Daniel Bryan stattgefunden hat. Es gab gar nicht diese Ankündigung vom Match am Anfang. Vom Herausforderer und vom Champion. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bei The Fiend Bray Wyatt nicht gemacht wird, aber trotzdem ist das definitiv aufgefallen, dass man gar keine Ankündigung hatte, dass es hier um den Titel geht. Aber als einziges. Bei Cole gegen Pete Dunne gab es das und auch bei Brock Lesnar gegen Rey Mysterio. So, jetzt wird der Titel vom Fiend übergeben. Der Undertaker guckt auch nochmal nach dem Motto, hey, das rote Teil will ich gar nicht haben, da diesen roten Fetzen. Mir geht's nur um das Match. Der Ref hält den Titel hoch. Wir sind natürlich hier wieder bei einem Match mit langsamem Schwung. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und The Fiend tatsächlich mal mit dem ersten Move. Das ist gefühlt gerade der beste Start, den der Fiend jemals in Wunschmatches hatte. So, jetzt rennt der Undertaker ins Leere. Ja, close sein. Ja, Undertaker sagt schon. Hat schon die Kopfabgeste. Ich glaube, das dauert nicht lange. Da hat der Undertaker wahrscheinlich schon wieder mehr Prozente als Bray Wyatt gesammelt. Crossbody angeflogen und der Undertaker wieder auf dem Boden. Und da wird auf die Nerven gedrückt. Müsst ihr machen. Das ist, glaube ich, wirklich was. Das könnte sehr, sehr wehtun. Wenn ihr einer so oben in die Schulter rein drückt, das könnte echt schmerzhaft sein. So, jetzt wird der Exploder Suplex gekontert und der Fiend mit einer Kontersperre. Achso, das Ganze ist übrigens ein Extreme Rules Match. Also bin ich mal gespannt, ob wir auch gleich Waffen hier im Einsatz sehen. Was macht der Undertaker? Er holt sich einen Stuhl, so wie es aussieht. Hat er zumindest vor, allerdings findet er den Weg nicht. Weil die Extreme Rules Matches sind eigentlich gar nicht so schlecht hier in 2K20, deswegen. So, der Fiend. Jetzt wird sich draußen geprügelt. Und es geht gegen den Ringpfosten. Was macht der Fiend jetzt? Holt er sich eine Waffe? Nee. Vorerst noch nicht. Aggression, just pure brutality.
Und jetzt muss er gegen den Ringpfosten. Undertaker gerade ohne Konter. Der Fiend fast mit 4. Und jetzt will er sich eine Waffe holen, so wie es aussieht. Aber der Fiend ist schon wieder auf den Beinen. Und der Undertaker hat einen Stuhl. Das ist natürlich schlau, wenn da schon zwei Stühle hinten stehen. Das Ganze ist auch kein False Count Anywhere. Also es ist ein reines Extreme Roots Match. Ein Undertaker wieder mit dem Konter. Und jetzt hat der Fiend den Stuhl. Und jetzt wird er mal ein bisschen auszeigen gegen den Undertaker. Er macht nur einen Schlag damit. Nee, nimmt sich den Stuhl wieder. Und jetzt rufen die Fans auch: Bray is gonna kill you. Und es geht zurück in den Ring. 74% bei Bray Wyatt. Der war, glaube ich, noch nie so nah dran an einem Sieg. Dann die Fans stehen langsam hinter dem Undertaker. Der allerdings schon einen gefährlichen Körperzustand hat. Pinfall-Versuch. Undertaker mit dem Kickout. Und jetzt die Soforterholung vom Undertaker. Die allerdings ein bisschen zu lange dauert. Und wieder der Undertaker ohne Konter. Jetzt war der DDT. Bray Wyatt zurück in den Ring. Und ich glaube, der Undertaker will sich die nächste Waffe holen. Kommt er mit dem Baseballschläger. Ja, aber was soll's denn? Jetzt der Sleeper Hold gegen den Undertaker. Orangener Kopf ist jetzt auch erreicht. Aber er gibt natürlich noch nicht auf. Der Fiend hätte jetzt ein Signature. Und Suplex. Ich bin gespannt, ob er jetzt doch noch hier in den Signature-Bereich kommt. Oder ob Bray Wyatt gleich kontern kann. Also auf jeden Fall. Undertaker sieht damit zwei Kontern. Ja, und jetzt rennt er den Undertaker einfach um. Und das sieht nach Sister Abigail aus. Und das zeigt er eigentlich gar nicht mehr. Aus der Ecke heraus. Und Sister Abigail ist erfolgreich. Und jetzt bin ich gespannt, ob auch das Match jetzt erfolgreich ist für Bray Wyatt. Tatsächlich, der Fiend holt im 5. Wunschmatch seinen ersten Sieg. Leider ohne die Mandible Claw, aber mit dem, seinem ehemaligen Finisher, Sister Abigail. Vielleicht muss er Universal Championship Matches haben. Erster Gewinner. Auf jeden Fall, Leute, das war's mit diesem Wunschmatch. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Schreibt mir eure Wunschmatches in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt. Links zu den Social Media Accounts in der Videobeschreibung. Lasst mal ein Follow da. Würde mich sehr, sehr freuen. Kommt auf meinem Discord-Server vorbei. Erstellt euch einen Evoverse Charakter anhand der Teilnahmebedingungen in der Videobeschreibung, in dem Video, was dort verlinkt ist. Und natürlich lasst ein Abo da, wenn ihr Lust auf WW2K20 Content habt. In diesem Sinne bin ich jetzt an dieser Stelle raus, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage nochmal Dankeschön fürs Reinschauen. Habt noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.